Ich habe letztens eine richtig heftig versteckte Funktion an meinem BMW gefunden. Zeigen. Und zwar, wenn man hier an diesem Knopf einfach so nach oben oder unten drückt, da blinkt dort so was komisch Grünes. Und wenn wir mal nach draußen gehen, sehen wir einfach, dass er so in eine Richtung blinkt. Damit kann man quasi so seine Fahrtrichtung anzeigen, wo man hinfährt. Mit diesem wilden Gag begrüße ich euch zu einem weiteren Video, zu einem weiteren versteckte Funktionen Video. Zu dem Thema habe ich schon zwei Videos gemacht, die kamen extremst, ja gut, die kamen durchschnittlich an, ehrlich gesagt, haben aber extremst viele Views gemacht, das eine 150.000, das andere 50.000. Deswegen dachte ich, ich nutze das nochmal aus, um nochmal ein paar Klicks euren Nacken zu machen, Freunde. Man kennt's. Und ich mache nochmal so ein schönes Video mit den wichtigsten Mods zusammengefasst, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, Freunde. Ich würde sagen, jalla rein ins Video. Wenn ihr von diesem unglaublich kranken Kfz nichts mehr verpassen wollt, abonniert sehr gerne den Kanal. Von diesem Automobil gibt es auch mittlerweile einen Duftbaum in meinem Shop. Limitiert auf 50 Stück. Ist aktuell noch in der Vorbestellung, sollte aber so in 2 Wochen so am Start sein. Schaut euch gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Gibt es auch viele andere Modelle. In diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, wir fangen an mit dem Video und gehen direkt rein ins Video. Gleich zu Anfang an, Freunde, ja, jeder dieser Funktionen findet ihr im Bordbuch, aber mit mal einem aktiven Real Talk. Wer setzt sich hin und liest das Bordbuch durch? Wer das macht, ist wirklich völlig lost, Freunde. An der Stelle, mein Bordbuch ist auf Italienisch, also ich kann da auch nicht allzu viel lesen. Ich würde sagen, wir fangen an und mit der ersten Funktion, die ich euch gar nicht so richtig zeigen kann. Ich versuche das irgendwie aus anderen Videos so einzublenden. Das betrifft nur Automatikfahrer, also mich auf jeden Fall nicht. Und zwar könnt ihr, wenn ihr ein Automatikfahrzeug habt, ganz einfach runterschalten, das Ganze ohne Schaltpedals oder sonst was, indem ihr ganz einfach, jetzt muss ich das irgendwie versuchen zu machen, so ganz leicht das Gaspedal so einmal antippt, so quasi. Dann schaltet ihr quasi Eingang runter. Ich werde euch das mal irgendwie einblenden aus einem anderen Video, weil bei mir ist das relativ schwierig. So as you can see, I'm on regular automatic mode. I'm currently on gear number 6. I'm going to go ahead and quickly tap on the throttle. And see, it downshifts me to gear 5 while automatically rev number 6. 5. 4. See? That's freaking awesome. Für Leute mit Schaltwippen ist das vielleicht so eine Funktion, wo man sich so denkt, ja, okay, cool zu wissen, brauche ich das? Nee. Aber für Leute, die gar keine Schaltwippen haben, ist es natürlich eine coole Funktion. Einfach mal auch im automatischen Modus einfach mal ganz kurz antippen und einfach mal kurz runterzuschalten vor einer Kurve oder halt, ne, wo man halt einfach mal runterschalten sollte, muss, könnte. Freunde, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zu einer Funktion, die vielleicht der ein oder andere aus der Fahrschule noch kennt. Das gute alte Parklicht. Was ist Parklicht? Beim Parklicht könnt ihr quasi so eine Seite von eurem Auto beleuchten. Das macht Sinn, wenn ihr so irgendwo so halb auf der Straße parkt und ihr euer Auto so beleuchten wollt, dass niemand euch in die Karre fährt. Ziemlich geil, weil wenn euch jemand ins Auto fährt und der haut ab, bleibt ihr auf den Kosten sitzen. Ich meine, klar, ne, wir können Anzeige gegen unbekannt machen. Ja, aber ich denke mal, jeder von euch weiß, wie hoch dort die Erfolgschance ist, jemanden zu finden. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß selber gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Perfekt, das war's schon mal nie. Das Ganze sieht dann von vorne so aus. Das heißt, er beleuchtet hier die Angel Eyes, was im Dunkeln halt auch ausreichen sollte. Vielleicht blende ich euch jetzt mal ein paar Bilder ein, wie das im Dunkeln aussieht. So, von hinten sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr aus, weil da habt ihr natürlich dann die schönen Rückleuchten am Start, die einseitig beleuchtet sind. Und ich glaube, wenn hier das so an ist und ihr steht so hier so mit rechts auf dem Bürgersteig und links auf der Straße, da fährt euch niemand rein. Also hoffentlich. Ja, wie macht ihr das, Freunde? Ganz, ganz easy. Drückt ihr quasi einmal so nach unten und haltet unten ein bisschen gedrückt, bis das angeht. Ah, das Gebiebe, ich lieb's. Wer keinen Tinnitus von diesem Sound hat, ist kein BMW-Fahrer. Und ihr seht, einseitig beleuchtet, das Ganze nochmal andersrum. No problem. Dann seht ihr quasi, dass das links aus ist und rechts an ist. Wilde Funktion. Wie gesagt, Freunde, sowas lernt man eigentlich in der Fahrschule. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte mal eine Situation, wo ich das Parklicht anmachen wollte, weil ich es in der Fahrschule gelernt habe. Aber ich wusste gar nicht, wie das funktioniert bei meinem Auto. Deswegen ist es eigentlich cool, wenn man sowas weiß, weil wenn man das mal braucht, hat man dann nicht Zeit, ewig lange zu googeln oder ins Handbuch zu gucken, sondern will man das einfach schnell anmachen und sich bei seinem Lieblingsimbiss oder Döner einfach einen Döner holen und nicht dann noch vorher eine halbe Stunde sich informieren, wie das Teil angeht. Hier wird einfach mal ganz entspannt 100 in der 50er gefahren. Man kennt's, Freunde. Dann gibt es auch noch eine wilde Funktion.
in diesem Atemzug, wenn wir einmal so bei dieser Beleuchtung sind. Ob euch jetzt das was bringt, das ist, denke ich mal, die nächste Sache. Aber wenn ihr jetzt die Zündung aus habt und ihr chillt in eurem BMW und ihr wollt jetzt eine Runde spazieren gehen, im Dunkeln oder so, was ja ganz normale Sachen sind, die man so macht, dann könnt ihr hier quasi so einfach mal die Lichthupe ziehen. Hier, als wenn jetzt auf der Autobahn bei 250 einfach irgendwelche GTI-Fahrer wieder wegräumt, man kennt's. Dann geht hier das Licht an und dann geht ihr einfach mal raus. Und ihr seht, ich habe den Schlüssel dabei. Das heißt, er tut euch hier noch so ein Licht leuchten. Und ich mache jetzt mal zu. Das Licht bleibt trotzdem jetzt noch so kurz an. Das heißt, ihr könntet jetzt, was weiß ich, euch irgendwo einen Weg ausleuchten oder sonst irgendwas. Freunde, das ist es. Freunde, was euch die Funktion bringt, aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen, ist eine kleine, eine little bit versteckte Funktion. Dann könnt ihr euch bestimmt an das Video erinnern, wo, also an das eine versteckte Funktion Video, da habe ich euch das Secret Menü von BMW mal genau erklärt und genau gezeigt, wie ihr dort reinkommt, was es dort für Funktionen gibt und was man alles machen kann und was daran so cool ist. Blendet euch mal so ein paar Highlights ein, das ist zum Beispiel zum einen dieser KI-Test. Da könnt ihr quasi euer Tacho prüfen, ob dort alles funktioniert. Ihr könnt eure Kühlmitteltemperatur abrufen. Wildeste Funktion, sage ich mal an der Stelle, zeige ich euch in diesem Video jetzt nicht genau. Schaut euch einfach dazu das Video an, wenn ihr da alles wissen wollt. Ich habe euch also die Main-Sachen mal eingeblendet. Und ganz ehrlich, ich habe mir das auch nie gemerkt, wie man in dieses Menü reinkommt, weil das ist wirklich krampfhaft. Aber deswegen ist es ein Geheimmenü, Freunde, weil man da einfach jetzt nicht so schnell reinkommt. Freunde, kommen wir zu einer Funktion, die ich selber gar nicht kannte. Da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen von den amerikanischen YouTuber. Und ich muss mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Aber das sah schon ein bisschen wild aus, Freunde. Fangen wir an. Und zwar, dafür muss ich einfach mal das Fenster runter machen. Freunde, es ist draußen einfach gefühlt Minusgrade. Es ist richtig geil, jetzt hier das Fenster runter zu machen. Egal. Und zwar könnt ihr damit eure Freunde oder Freundinnen ärgern. Und zwar, wir simulieren jetzt mal von außen. Also ich bin jetzt mal der Beifahrer mal vorgestellt. Und ich, also der Fahrer macht jetzt mal von außen zu. Und ich lege jetzt mal den Schlüssel hier oben aufs Dach. So, und jetzt, wenn man jetzt hier klingt, sollte nichts passieren. Ja, perfekt. Das war, ist gelogen. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Weil eigentlich, habe ich den Schlüssel jetzt hingelegt? Hier. Also eigentlich hätte man jetzt hier jemanden einsperren können, laut der Anleitung, aber das ist völliger Quark. Vielleicht geht das auch auf der Beifahrerseite. Nee, geht doch hier. Perfekt, jetzt muss ich das nochmal zumachen gehen. Freunde, nicht jede Funktion, die euch irgendein amerikanischer YouTuber mitteilt, ist so richtig. Kann auch oft an Modellen, Ausführungen und sonst was liegen. Aber halten wir fest, das funktioniert nicht. Kann auch sein, dass ich hier irgendwas kodiert habe, dass das daran liegt. Freunde, hier ist der Max aus der Zukunft. Ihr kennt ja, denke ich mal, diese Knöpfe hier. Damit kann man ja hier sein Auto auf- und zumachen. Diese Funktion bringt euch vor allem was, wenn ihr irgendwelche Beifahrer habt und ihr haltet irgendwo an und die checken nicht, dass man bei BMW zweimal ziehen muss, um rauszukommen. Habe ich so oft, dass dort irgendwer dort das nie checkt, vor allem meine Eltern, die rallen das nie. Die können das hundertmal machen, die checken es trotzdem nie. Dann habt ihr hier noch so einen DTC-Knopf. Wenn ihr da einmal drauf drückt, dann aktiviert der oder deaktiviert der diese Funktion. Jetzt ist euer ESP nicht komplett aus, sondern nur so leicht. Es erlaubt ein bisschen mehr Schlupf. Wenn ihr darauf jetzt länger gedrückt haltet, schaltet ihr komplett das ESP aus. Wusste ich auch lange nicht. Freunde, wenn ihr jetzt aber wissen wollt, was ihr mit diesem Drehrädchen hier noch einstellen könnt und allgemein noch solche komischen Funktionen, dann checkt gerne mal das Video oben rechts jetzt in der Infocard ab. Da habe ich nämlich über Dinge geredet, die BMW-Erstbesitzer überraschen. Dinge, die man eigentlich jetzt nicht kennt, wenn man kein BMW-Fahrer ist. Schaut dort gerne mal rein, Freunde. Viel Spaß mit noch mit dem Video. Kuss, Kuss. Cringe. Die Funktion hatte ich euch schon mal im ersten Video gezeigt, aber jetzt mit einer kleinen Zusatzinfo. Angenommen, ihr fahrt auf Arbeit, habt vergessen, euer Fenster zuzumachen und wollt jetzt ganz schnell rein, weil wie ich zum Beispiel, ich bin immer spät dran, dann könnt ihr ja diesen Move machen. Hier gedrückt halten und dann gehen die Fenster nach oben. An der Stelle eine Funktion, die ich sehr, sehr gerne mit immer erwähne, weil sie halt doch relativ cool ist. Und jetzt kommt natürlich wieder jeder Golffahrer. Das kann mein Golf auch. Herzlichen Glückwunsch, Digi, dass dein Golf halt überhaupt irgendwas kann.
Kleiner Spaß am Rande, Freunde. Aber diese Funktion funktioniert auch beim E93, also beim Cabrio. Das heißt, euer Cabrio-Dach fährt dann eigentlich oder geht automatisch zu. Kann ich jetzt schwierig ausprobieren bei meinem E91, aber soll so sein. Deswegen glauben wir das einfach mal. Und genau. Freunde, diese Funktion habe ich euch schon in dem anderen Video gezeigt. Ich weiß. Aber für mich ist das eine Funktion. Ich verstehe nicht, warum die so geheim ist. Also was heißt geheim, aber warum die so komisch gemacht ist. Es gibt aber diese Bordsteinautomatik. Freunde, die ist Gold wert, Freunde. Wirklich. Vor allem, wenn ihr große Felgen wie ich fahrt, auch im Winter, weil, ne, Freunde, nützt ja alles nichts. Life is so short to drive big, not big. Ich halte mal besser. Also, ihr habt hier eure Funktionsdinger. Also, ihr könnt jetzt hier nach links und nach rechts schalten und könnt jetzt hier eure Spiegel einstellen. Das sind die Spiegel, die elektrischen, und die könnt ihr hierüber einstellen. Wenn ihr diesen Knopfschalter aber nach links lasst und ihr macht mal euer Auto an, also ich mache jetzt mein Auto an. Here we go again. Und ihr schaltet jetzt hier aktiv in den Rückwärtsgang rein. Fährt quasi euer Außenspiegel rechts nach unten und ihr seht richtig schön, okay, komme ich an den Bordstein vorbei, Felgen, dies, das, Parkhaus, immer geil. Wenn ich jetzt wieder in Neutral gehe, fährt er wieder hoch. Das ist eine coole Sache. Wenn ihr euren Schalter nach rechts habt, funktioniert das Ganze nicht, also schaltet euren Schalter nach links. Es ist so dumm, warum man das, also ne, jetzt mal angenommen, man stellt rechts seinen rechten Außenspiegel als letztes ein und dann weiß man gar nicht, dass man diese Bordsteinautomatik hat. Das ist ein bisschen Abfuck. Das letzte Mal hatte ich eine Funktion für nicht funktionierend erklärt. Die werden wir heute nochmal testen. Und zwar, dass die Außenspiegel automatisch ab einer gewissen Geschwindigkeit ausfahren. Wie testen wir das Ganze jetzt? Das weiß ich selber noch nicht. Also ich muss erstmal drehen. Alles dreht sich, alles bewegt sich. So, wir fahren jetzt mal hier ein bisschen weit längs. Freunde, das ist übrigens der E91 Duftbaum. Der normale, nicht in meinem Auto Funktion. Sieht cool aus, ne? Finde ich auch. Also, mal angenommen, wir müssen das jetzt ganz schnell machen, Freunde, dass wir jemanden belästigen hier. Also, ihr könnt ja mit diesem Knopf könnt ihr eure Spiegel einfahren. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt fahren wir einfach mal los und ich gucke mal, ob die irgendwann einfach automatisch wieder ausfahren. Falls man das vergisst, wer auch immer das vergisst. Okay, ja, die fahren bei 40 km/h dann wieder automatisch aus, falls man das mal vergisst. Hier ist bestimmt wieder irgendeine Frau, die das hinkriegt. An der Stelle bitte keine Fronts wegen diesem Spruch, gerade von wegen Frauen und so. Es gibt einige Frauen, die fahren tatsächlich besser Auto als der ein oder andere Mann da draußen. Das ist einfach Fakt. Oder klar wie Kloßbrühe, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schaut euch jetzt noch die anderen Videos zu versteckten Funktionen an. Ich würde sagen, Freunde, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.